Die Büffelfische sollen hier gehen und es wurden hier auch schon wahnsinnig große Supertrophies gefangen. Und da gucken wir doch mal eben rein, was hier geht. So, ich habe gerade schon ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Boilies und auch Futtermische ist schon ausreichend drin. Und ja, jetzt so langsam in Richtung Abendstunden geht es los mit dem Büffelfisch. Und der Capriolo, der alten Banger, zieht hier einfach die Tage eine Supertrophy. Was geht denn ab? Supertrophy großmäuliger Büffelfisch. Und das ist natürlich schon ein bisschen sexy, ne? Da will man ja schon irgendwie auch mal dran an so eine Supertrophy. Und deswegen probieren wir es doch hier einfach mal auch auf Büffelfisch. Ich meine, ich bin kein Riesenfan vom Büffelfisch, aber in letzter Zeit läuft er ja, oder ich sag mal die letzten Monate, läuft er ja immer wieder richtig gut, immer wieder so an den zwei, drei wichtigen Spots, wo der Büffelfisch halt immer so läuft. Ja, und die gucken wir uns gleich natürlich auch noch auf der Map an, an welchen Ecken die immer mal wieder sind. Und es gibt natürlich auch jede Menge Beiträge auch schon zum Büffelfisch im Discord. Es gibt natürlich auch schon Videos dazu. Und wir gucken uns gleich das gesamte Setup an. Und der hier hat, glaube ich, schon richtig Bock, Alter. Der hat schon Bock. Der erste Große, der auch sofort ein bisschen fighten will. Und ja! Da ist er, der Büffelfisch, Alter. Ist es denn der Hammer, Alter? Das ist doch nicht wahr. Knapp 16 Kilo großmäuliger Büffelfisch. Ja, das schmeckt doch dann. Das schmeckt doch schon. Das ist doch richtig nice, direkt mitgenommen hier. Und das Ganze auf relativ großem Setup hier, ne? Wir gucken uns das gleich schön im Detail noch weiter an. Aber das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Direkt wieder auswerfen hier auf 8 Meter. Zack. Und weitermachen. So mok wie dat. So, direkt weitermachen. Die anderen, die warten schon. Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert. Wir gucken uns gleich die Boilies natürlich an, die Futtermische und alles, schön im Detail. Und ich brauchte tatsächlich hier jetzt ein bisschen länger, weil ich hier mit kleinem PVA nur stehe. Oha, direkt der nächste Brocken, oder was? Direkt der nächste Brocken hier, aber vielleicht nicht ganz so schwer. Ja, vielleicht nicht ganz so schwer. Hier ein bisschen aufpassen. Hier in dem Bereich bleibt man auch schon mal ein bisschen hängen. Und wir wollen ja jetzt gerade nicht neu starten, wenn wir doch hier gerade so die Routen ausgeworfen haben und es hier gerade läuft. Also ein Relock wäre jetzt hier uncool. Also nicht so ganz weit runter. Komm ran hier, Alten. Ja, Büffelfisch. Wie gesagt, wurde in der Vergangenheit ein bisschen gebufft. Der war eine ganze Zeit lang sehr, sehr, sehr schwer zu fangen. Und das hat sich RF4 wohl zu Herzen genommen und hat den ein bisschen verbessert. Also wahrscheinlich einfach die Durchschnitt, also die Frequenz ist nach oben gegangen. Und die durchschnittliche, na guck, 14,6, ich glaube 15 Kilo ist Trophy. Das Durchschnittsgewicht wahrscheinlich auch ein bisschen erhöht. Und dementsprechend läuft das auf einmal richtig gut mit dem Büffelfisch. Was ich natürlich suche, ist der schwarze Büffelfisch. Das Ding ist immer noch super selten. Und das Teil wäre natürlich der absolute Hammer, wenn der irgendwann mal hier reingeht. Also von der Positionierung. Wir sind hier, klar, natürlich an der 8 Huber und dann hier an den letzten kleinen Schniepi. Also schön nah rangezoomt hier in diesem Bereich. Da wollen wir sein. Und dann, wie gerade schon gesagt, 8 Meter weit ausgeworfen. Dann macht das Ganze eben auch Bock. So, ran damit. Und direkt wieder auswerfen. Im Moment lasse ich noch eine ganze Zeit lang die Futtermische drauf, das PVA drauf. Übrigens, PVA muss man hier nicht verwenden. Man kann das auch einfach in Bällchenform machen. Denn das sind ja, wie gerade gesagt, nur 8 Meter. Ne? Das kann man mal eben halb aufgeladen aus dem Handgelenk locker rauswerfen. Die 8 Meter hier, zack, 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 zack. Und dann läuft das Ganze. Gerade eben drauf, genau, das war hier diese Route. Also 18er Muschel und Muschel. Also Krabbemuschel oder Pfeffermuschel angefangen und
Krabbemuschel 1818. Das Ganze mit Muschel und ja, alles mit Muschel halt kombiniert. Beziehungsweise gleich die Futtermische mit Krabbe und Muschel. 1-0er Haken. Bisschen übertrieben. Eigentlich reicht ein 1er für eine gute Frequenz. Aber wenn man so gezielt vielleicht doch nochmal irgendwie Bock hat, vielleicht, dass da irgendwie doch nochmal die Super Trophy reingeht, allen dann doch lieber hier direkt den 1-0er Haken verwenden. Direkt komplett übertrieben. Einfach komplett übertrieben. So, nächstes Setup hatte ich vorher auch noch mit, genau, Krabbe, Muschel, Soluble. Das habe ich aber gerade wieder umgestellt und es funktioniert auch ganz gut, wie gesagt, mit den normal sinkenden Boilies. Krabbe, Muschel, Soluble wäre auch nochmal eine Option hier, das zu verwenden im PVA. Habe ich jetzt gerade nicht umgebaut, weil ich nicht mehr so ganz viele davon hatte. Aber normal kann man das auch bestimmt gut schreddern und dann mit in die Futtermische reinmachen. Also hier die kleinen 15er und dann anstatt einer Muschelkomponente oder statt einer Krabbe-Komponente würde ich das, glaube ich, nehmen, macht man dann die Krabbe-Muschel-Soluble rein. Habe ich gerade auch schon oder gucken wir uns gleich auch nochmal genau an. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier auch auf dem zweiten Setup aus. 18er, 18er. Hier bin ich ein bisschen kleiner unterwegs. 14er, 15er. Um auch erstmal so ein bisschen hier zu testen. Wie ist das? Wie kommen die hier an? Und im Moment, ja, es fing halt jetzt ohne Futtermische wild an. Und ging dann aber mit der Futtermische und sobald so 10, 15 Futtermischen drin waren, jetzt hier eindeutig dann auch los mit Büffelfisch. Also, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, seit 15 Minuten sind die Büffelfische da, ohne Futtermische. Nicht so ideal, da geht halt alles Mögliche rein. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie sich das verhält in der Nacht, wie aktiv der ist in der Nacht. Oder ob ich jetzt hier doch vielleicht eher auf die Tageszeit wieder oder auf die frühen Morgenstunden achten muss. Da geht das nächste rein, jawohl. Das schauen wir uns natürlich noch weiter an. Ich angle, wie gesagt, nicht so viel auf Büffelfisch. Vielleicht wisst ihr das ja besser, vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung. Es gibt ja einige, die halt regelrecht die Büffelfische suchten und durchziehen. Immer wieder, wenn die gerade laufen, die Spots richtig hier leerfischen. Na, was haben wir denn dort dran? Auch wieder einen Giebel. Ich mache jetzt mal über Nacht die Futtermische runter. Ich will ja auch hier nicht den Spot überfüttern. So, Futtermische runter. Dann kann das hier schön ein bisschen laufen nebenbei. Perfekt. Und dann vielleicht in den Morgenstunden oder ich sag mal jetzt, habe ich die ganze Zeit angefüttert. Ich würde sagen, gegen 16 Uhr am nächsten Tag füttere ich erst das nächste Mal wieder an. Jetzt geben wir dem Spot erstmal futtermäßig so ein bisschen eine Pause und dann lübt das. Apropos Futter, wir gucken mal eben rein in das PVA. Halt. Nehmen wir den erstmal noch mit. Ja, den nehmen wir noch erstmal mit. Schön hier nochmal auf 18-18er Kombi. Jo, aber normal groß. Ich bin auch gespannt, was so zusätzlich noch reingeht. Ob hier noch mehr Wildkarpfen gehen, Marmorkarpfen neben dem Büffelfisch. So, okay. Futtermische auch wieder runter. Und dann haben wir noch einmal Futtermische am PVA jetzt dran. Und das gucken wir uns an. Also, zack. Muschel. Hier ist es. Also, kleines PVA. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, nur die kleinen verwendet, damit ich eben eigentlich die ganze Zeit drauf lassen kann. Aber wie gesagt, jetzt hier, das war jetzt gerade ein bisschen viel Frequenz direkt nacheinander. Und ich hatte vorher, vor der Aufnahme, schon ein paar Mal reingeworfen, damit man den Spot halt schneller ein bisschen aktiv hat. So ab 10 Futtermischen läuft das ja richtig gut, dann ist das ja richtig aktiv. Und so sieht es aus. Sonnenblumenkern als Basis. Und weil wir hier ganz simple Komponenten haben, und zwar Muschel und Krabbe, habe ich eben auch hier Muschel und Krabbe drin und Muschel und Krabbe als Soße. Und jetzt, wie gesagt, eine Komponente, um vielleicht nochmal mehr die größeren Fische zu triggern, ist, dass wir die Krabbe hier, die kleinen Feedpellets, die kommen weg. Und dann nehmen wir den Schredder und den Grinder verwenden wir dann für die auflösenden Krabbe-Muschel-Feedpellets und die kommen dann da, nicht Feedpellets, die Krabbe-Muschel-Boilies geschreddert und die kommen dann damit rein. Und ich glaube, damit kicken wir das Ganze nochmal ins nächste Level. Damit kriegen wir bestimmt hier nochmal die größeren Fische dran. 18-18er Boilie-Kombi ist, glaube ich, wirklich gut. Für den Fisch, der ja eigentlich nicht so riesig groß ist,
Das ist ja nicht wie so ein Schuppenkarpfen oder Spiegelkarpfen. Das ist ja schon ein etwas kleinerer Fisch, der auch deutlich eher ja im Trophy-Gewicht ist. Also dafür reichen eigentlich auch diese Boilie-Größen. Und wie gesagt, auch dafür ist ein 1-0er-Haken schon übertrieben. Also ein 1er-Haken ist mit Sicherheit ein gutes Ding, wenn man schön auf Frequenz gehen will. Auch da gehen mit Sicherheit die Trophys rein. Meine Trophy war da auch schon mit drauf. Und ja, wenn man dann hier jetzt vielleicht gezielt auf super große Hoppala aus ist, dann versucht man es einfach mal komplett übertrieben mit einem 1-0er. Aber auch da, ihr seht, gehen die Kleinen drauf. Hier ändere ich das nochmal eben um. Gehen wir nochmal eben hier auf Muschel. Muschel 18. Pfeffer, Muschel 18. Hier gehen wir auch nochmal auf Muschelkrabbe. Hier nehmen wir auch wieder sinkend. Und dann nehmen wir hier einfach normal Muschel. Ich hatte übrigens auch andere Dips schon gerade probiert. Auch die waren anfangs nicht so erfolgreich. Und zwar gibt es ja neben Muschel, genau, so neben der Krabbe gibt es nochmal Auster und Krabbe. Oder Königskrabbe oder Krabbe und Fisch. Aber ich denke einfach nur, die Muschel, die ist gar nicht so verkehrt. Na, habe ich keine, ach, die ist sogar schon drauf. Dann kann ich die auch nicht finden. Ja, dann passt das natürlich. Also raus damit, einfach hier auf Muschel. Ihr seht, es bimmelt weiter. Jetzt haben wir es nach 23 Uhr. Also wir sind jetzt schon so langsam in der Nacht. Und es scheint so, als ob die auch tatsächlich noch in der Nacht weiter aktiv sind. Also schön hier weitermachen. Schön die Büffel rausziehen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.